Sängerin Olivia Rodrigo hat in Melbourne die Gelegenheit genutzt, einen besonderen TikTok-Star zu treffen, das Königspinguin-Küken Pesto. US-Sängerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo, 21, macht derzeit im australischen Melbourne für ihre Gutswelt-Tournee Halt. Dabei ließ es sich die Musikerin nicht nehmen, einem echten TikTok-Star der Stadt zu begegnen. Sie besuchte dazu das Sea Life Melbourne Aquarium, das das Zuhause von Pesto ist. Superfan kommt zu Besuch. Der riesige Babypinguin ist dank seiner ungewöhnlichen Größe und seines flauschigen, über 20 Kilogramm schweren Körpers zum Social Media Star geworden. Pesto, der alle seine Königspinguin-Kollegen überragt, durfte sich nun über den prominenten Besuch im Schnee freuen. In einem Clip hielt Rodrigo die Begegnung fest. Mit Schutzbrille und warmem Outfit bewunderte sie den Pinguin aus nächster Nähe. "Danke für den Besuch, Olivia", kommentierte das Aquarium das Video. Pesto fand es toll, einen weiteren Superfan zu treffen. Viel Glück für die restlichen Shows in Melbourne. In einem zweiten Clip winkt Rodrigo begeistert in die Kamera, während sich Pesto von den Aufnahmen nicht aus der Ruhe bringen lässt. Im Alter von nur 9 Monaten bringt Pesto satte 21 Kilogramm auf die Waage, heißt es auf der Webseite von Sea Life Melbourne. Dank seines großen Appetits von 25 Fischen am Tag. Damit ist er offiziell das größte Küken, das wir je hatten, was ihn zu einem großen Hit bei Gästen und Fans auf der ganzen Welt macht. Von den zärtlichen Momenten mit seinen Eltern Hudson und Tango bis hin zu seinen bezaubernden Watschegängen in die Kolonie, Pesto ist ein wahrer Publikumsliebling. Die Kombination aus guten Genen und guten Eltern erkläre sein derzeitiges Gewicht, was sich jedoch reduzieren werde, wenn er sein flauschiges Gefieder verliere.